Tag Leute und herzlich willkommen bei der vierten Folge der Java Programmieren Tutorial Reihe, wie auch immer. In dieser Folge möchte ich euch noch einiges weiteres zur variablen Mathematik und Berechnung zeigen, was auch nachher noch sehr wichtig sein wird. Als erstes hier erstmal die Übungsaufgabe vom letzten Mal. Wir hatten ja einmal Hans und Peter, die jeweils unterschiedliche Anzahl Äpfel hatten. Das heißt, wir hatten int Äpfel 1 gleich 10 und int Äpfel 2 gleich 15. Und jetzt wollten wir wissen, jeder gibt die Hälfte von seinen Äpfeln ab. Das heißt, Claras Äpfel sind nachher Äpfel 1 durch 2 und wir addieren das nun Äpfel 2 durch 2. Und jetzt gibt Clara noch ein Drittel ihrer Äpfel ab. Das heißt, wir haben ja Claras Äpfel definiert und jetzt haben wir Schwester Claras Äpfel sind Claras Äpfel durch 3. Und das Ganze können wir hier einfach ausgeben und sehen, ist es gerundet 4. Ganz genau stimmt es natürlich nicht, da wir das nicht so einfach durch 3 teilen können. Höchstwahrscheinlich. Ich habe das jetzt nicht genau ausgerechnet. Naja, löschen wir das Ganze mal. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Nicht einfach nochmal in die Kommentare schauen. Als nächstes möchte ich euch noch zeigen, wie ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir, ihr habt einen Komma-Wert und ihr wollt allerdings, dass es nachher nur eine Ganzzahl ist oder ihr wollt, dass es aus einer Ganzzahl eine Kommazahl wird. Das heißt, wir gehen zum Beispiel erstmal, wir definieren die Variable Double Größe, sagen wir mal, erst 1,75 Meter groß. Und jetzt wollen wir das allerdings nur so mehr oder weniger geschätzt haben. Das heißt, wir schreiben Größe ist gleich, kein Fragezeichen, Größe ist gleich. Und jetzt geben wir in Klammern den Variablentypen an, den wir haben wollen. Zum Beispiel Integer. Und geben dahinter unsere Größe an. Und wichtig ist, das wird jetzt auf alles nach dem Komma wird jetzt einfach gelöscht. Völlig egal, was da steht, ob da jetzt 99999 steht oder ob da jetzt 01 steht, das wird einfach alles gelöscht. Das heißt, es wird alles dementsprechend abgerundet, von egal wo. Das können wir auch ausgeben, sysout Größe und schauen mal, was bei rauskommt. Und wir sehen 1,0, weil alles nach dem Komma eben gelöscht wird. Wir haben jetzt nachher nicht den Variablen-Typen Integer, sondern immer noch ein Double, da wir das Ganze zwar zu einem Integer casten und es den Wert eines Integers annimmt, aber eben kein Integer an sich ist. Das Ganze funktioniert auch andersrum. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier hoch int Alter gleich 42 und jetzt wollen wir Double Alter genau haben und dann schreiben wir einfach hin, soll zu einem Double-Wert gekerstet werden. Double Alter. Jetzt haben wir eine neue Double-Variable definiert, die eben Alter genau heißt und eben den Wert hier zu einem Double-Wert konvertieren soll. Das heißt, wir geben mal sysout Alter genau an, führen das aus und sehen 42,0. Was anderes kann da jetzt auch nicht rauskommen, weil wir einen Integer casten zu einem Double-Wert. Allerdings ist das vielleicht manchmal ganz praktisch, wenn man dann nachher zum Beispiel noch plus 0,5 rechnen möchte für jedes halbe Jahr, was er überschreitet. Jetzt haben wir das und ihr könnt die meisten Sachen casten. Zum Beispiel könnt ihr auch, was könnt ihr noch casten? Zum Beispiel Characters zu einem String, Float zu einem Double und andersrum, Float zu einem Integer und so weiter. Das könnte sich auch in der Zukunft als ziemlich praktisch erweisen. Und jetzt haben wir noch, es kommt in dem Java JRE mit, eine Math-Klasse. Das heißt, hoch hier übrigens, das ist nicht unser Projekt, das hier ist unser Projekt, nicht verwundert sein, weil es auch in der letzten Folge so war. Dann haben wir hier unsere Math-Klasse. Wir schreiben einfach Math hin und einen Punkt. Das Ganze ist eine statische Klasse, das heißt, wir können von überall drauf zugreifen. Und müssen kein Objekt der Klasse erzeugen. Wie man nachher Objekte von Klassen erzeugt, das werdet ihr auch noch in zukünftigen Tutorials sehen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel math.pi oder math.i, das sind ja Konstanten und die hat die Math-Klasse einfach eingespeichert. Und jetzt können wir hier noch eine ganze Menge Funktionen können wir auswählen. Ich möchte jetzt nur mal ein paar davon zeigen, weil die meisten
sind erst dann sinnvoll, wenn man sie tatsächlich braucht. Wie zum Beispiel hier Arcos, Sinus und all sowas brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was wir zum Beispiel am Anfang jetzt brauchen, wenn wir, sagen wir mal, wir wollen einen Wert. Wir haben minus 2 raus. Irgendwo, sagen wir mal, int Zahl, ist jetzt ein doofer Variablename, am besten klein auch geschrieben, und Zahl gleich minus 2. Und wir wollen nachher wissen, ob es egal, ob es jetzt minus 2 ist, plus 2 oder was auch immer, wir wollen wissen, was nachher dann tatsächlich die ganze Zahl ist, also die absolute. Das heißt, wir haben Zahl ist gleich math.abs, absolut, absolute value of an int. Ihr habt ja auch immer eine kleine Beschreibung, die könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Und sonst einfach hier den Wert eingeben, Zahl. Weil wir unsere Zahlvariable jetzt eben, was passiert ist einfach, das Minus wird gelöscht. Egal was davor steht oder ob ein Plus steht, dann wird auch, ja, im Endeffekt wird bei dem Plus nichts gemacht, muss ja auch nicht. Jetzt können wir das Ganze nochmal ausgeben, Zahl, und es sollte jetzt 2 da stehen, ohne Vorzeichen. Wenn wir das Ganze hier nicht machen würden, kommentieren wir das mal aus, dann sehen wir schon, steht eine minus 2 da. Das könnte sich als praktisch erweisen. Was sich noch als praktisch erweisen könnte, wäre zum Beispiel ein Zufallswert. Den bringt die Math-Klasse auch mit. Zum Beispiel, also Zufallswerte werden grundsätzlich in Doubles angegeben. Ihr könnt die natürlich dann beliebigerweise zu einem Integer casten. Habt ihr gelernt, wie das geht. Sagen wir mal, Double Random ist gleich. Das Wichtige ist jetzt, dass ihr das Ganze in Klammern macht. Weil sonst habt ihr nur Variablen im Zufallswert von 0 bis 1 und wir können den allerdings beliebig erweitern, aber nur wenn ihr das am Anfang in Klammern schreibt. Jetzt gehen wir wieder auf die Math-Klasse, Punkt, Random und sehen schon, das funktioniert auch so. Und jetzt sollten wir einen Wert von 0 bis 1, sprich 0,35678910, was auch immer, sollten wir rausbekommen. Und das können wir jetzt zum Beispiel erweitern, wenn wir Zufallswerte von 0 bis 10 haben wollen, dann rechnen wir einfach mal 10. Das Blöde ist jetzt, dass wir jetzt Werte von 0 bis 9 haben. Es sind zwar insgesamt 10 verschiedene Werte, aber die 0 ist mit drin. Wenn wir jetzt nur sagen, Werte von 1 bis 10 haben wollen, dann schreiben wir einfach plus 1 hin. Und jetzt klicken wir auf sysout, schreiben sysout und jetzt random. Und schau mal, was rauskommt. Jedes Mal, wenn wir draufklicken, wird ein neuer Zufallswert zwischen 0 und 10 generiert. Es muss jetzt jedes Mal hier ein wenig laden. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht so, weil ich momentan zwei verschiedene Java-Versionen offen habe. Zwei verschiedene Eclipse-Versionen. Aber das sollte jetzt jedes Mal so funktionieren. Das wäre es auch für diese Folge. Ihr könnt natürlich selber alles noch ein bisschen mit der Math-Klasse rumprobieren. Zum Beispiel hier einfach verschiedene, zum Beispiel Cosinus-Wert nehmen oder hier verschiedene Rundungen vornehmen, wie Floor oder Seal. Oder gibt es zum Beispiel, Seal heißt ja aufrunden. Ihr könnt auch immer sehen, was hier besteht. Floor heißt, soweit ich weiß, abrunden. Dann könnt ihr auch hier zum Beispiel den maximalen Wert zwischen zwei Integern rausbekommen. Guck mal, 3 und 5 oder 3 und 6. Und wenn ihr sysout math.max eingibt, 3 und 6, dann wird einfach verglichen, welcher der Werte ist größer. Und es wird dann 6 zurückgegeben. Relativ simpel. Da könnt ihr einfach jetzt selber noch mal ein bisschen rumspielen. Und ihr kriegt noch eine kleine Übungsaufgabe. So, als Übungsaufgabe habe ich jetzt für euch, Hans ist 22 Jahre alt. Clara will wissen, wie alt er in einem Dreivierteljahr ist. Peter weiß leider nicht, was er Hans zum Geburtstag schenken soll und lässt deswegen den Zufall entscheiden. Er hat 4 Geschenke zur Auswahl und will eins davon durch Zufall ausgewählt haben, was er eben Hans schenken kann. Das ist eure Aufgabe für bis zum nächsten Mal. Einfach wieder in die Kommentare schreiben. Und sonst bis zum Anfang der nächsten Folge warten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.